Herzlich willkommen wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben in der letzten Folge herausgefunden, was in Uma gesteckt hat, nämlich der Elfenmagier. Ja. Avalach. Und haben jetzt den Auftrag bekommen, dass wir. Oh, Moment, erstmal unsere Schwerter wieder anlegen. Zack, zack. Und auch die Armbrust. Dass wir. Zum einen Ciri finden sollen auf der Nebelinsel und zum anderen Verbündete finden sollen, denn wir planen eine Schlacht wieder in Kaer Morhen. So wie die ganze Reihe angefangen hat, so soll diese ganze Reihe also auch beendet werden. Ja, wir holen uns den Feind nach Hause, haben natürlich hier unseren Heimvorteil und... Hallo? Okay. Sollen dann hier unsere Freunde, denen wir in den letzten Folgen geholfen haben. Hier haben wir noch ein Kistchen. Aha, okay. Hier haben wir noch ein Kistchen. Oh, Reparatursets, das ist natürlich sehr gut. Sollen die hierher holen, damit wir also auch überhaupt eine realistische Chance haben gegen die wilde Jagd. Denn um die dreht sich das ja hier. Ne? Das heißt ja nicht umsonst. Wild Hunt das Ganze. Ja. Und bevor wir aber die Verbündeten holen, haben wir noch ein paar Quests hier offen. Und zwar zum einen ein paar Nebenquests und zum anderen auch noch ein paar Hexeraufträge und die Schatzsuchen. Und wir haben noch ein paar Level, die wir machen können. Ja. Also ihr seht, es gibt einiges noch zu tun und dementsprechend würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir haben die Möglichkeit noch hier die Rüstungen abzugraden, das werden wir aber erstmal nicht machen. Wir werden mal hier diese ganzen Hexeraufträge erledigen und fangen einfach mal an. Was ist denn hier? In Larvik eine Bestie töten. Okay. So, und bevor wir die Bestie töten, machen wir uns aber erstmal auf zum Verkaufen unseres Inventars, denn wir haben wieder relativ viel Zeug einkassiert. Und dazu, wo gibt es denn am meisten Kohle? Ich glaube in Skellig oben, in Kaer Trolde wahrscheinlich. Denn da beim Rüstungsschmied können wir bestimmt am meisten abgrasen. Also. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, und in Kaer Trolde beim Rüstungsschmied, denke ich, kriegen wir das meiste Geld raus. Ja, wenn das nicht reicht, dann machen wir uns nochmal auf nach Novigrad. Oh, und hier zieht schon wieder der Wind lang, du. Heieieiei. Wahnsinn. So, also, zum Rüstungsmeister. Das ist eine Verzierung wahrscheinlich. So, na dann. Schauen wir mal. 1850. Oh, hier haben wir ein meisterliches Reparaturset. Das ist natürlich sehr gut. Unsere Waffen gehen. Ich kaufe mir jetzt mal diese ganzen Rüstungsdinger, diese Reparaturteile auf, weil ich kann mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall noch mal ein paar herstellen müssen. So, und jetzt erstmal hier das ganze Zeug, was hier so rumschwirrt, was wir nicht mehr brauchen, erstmal loswerden. So, das haben wir alles. Den nehmen ja sogar die Runen an. So, verkaufen wir mal ein paar, weil die Glyphen, die Artglyphen, also da haben wir so viele von. Und auch von Igni haben wir so ewig viele von. Verkaufen wir mal 10 Stück. Und hier verkaufen wir auch noch eine. Jawohl. Genau. So. Das hier hinten, das müssen wir auch loswerden. Da müssen wir uns noch einen anderen Händler suchen. Und was können wir hier noch loswerden? Sieht irgendwie nicht danach aus, als ob wir noch was loswerden können. Also... machen wir uns weg. Wiedersehen. Und gehen noch zum nächsten. Wie viel Platz haben wir? 116 von 160.
Das Zeug ist, das Ding ist, das füllt sich ja auch immer so mega schnell auf. Ja. Also, ab zum Händler. Nach. Warte mal, wir haben doch hier noch eine Quest irgendwo. Hier unten war das. Lavrik. Wo ist Lavrik? Lavrik? Hallo? Wo ist denn Lavrik? Ach, diese Inseln immer, ey. Wahnsinn. Diese Inseln. Hier oben nicht, aber da hinten gibt es noch Fragezeichen. Hä? Ich denke, wir haben ja alles gemacht. Hier. Oh, ob die uns das noch machen lassen mit der Quest? Ich weiß es nicht. Ach so, ja, wir haben ja noch den Werwolf auf der Insel. Den müssen wir auch noch umhauen. Beziehungsweise irgendwie. Wie kann ich. Jo, zeig mal, was du kannst. Und was du hast vor allen Dingen. Henkerstiefel, Haudegen, große Artglyphe. Jawohl, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen näher der Sache. Zack, oh, jetzt hat er wieder Asche. Und hier die Rüstungsteile kaufen wir auch alle auf. Ne, dass wir dann uns ein paar herstellen können. So. Jawohl. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was haben wir denn hier noch Schönes? Glühendes Erz. Okay, gut. Wie? Ja, wiedersehen. Oh, reparieren. Ich sehe gerade. Reparieren müssen wir noch. Zeig mir, was du. Genau, zeig mal, was du hast. Alles reparieren. Genau, erledigt. Wiedersehen. Perfekt. Alles klar. So, hier ist der Druff-Älteste. Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Ja. Hallo, ich habe die Nachricht gelesen. Ha, und da heißt es, wozu hängst du das auf? Die Bestie jagt doch keiner. Ich hab's ihnen gezeigt. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschtscheis und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Logisch. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Na klar. Hilfst du? Na klar. Bezahlung, ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Mhm. Na dann, gehen wir mal zu den Kriegern. Gucken mal, was sie da haben. Aber erstmal, hier haben wir noch Kaufmann. Hallo. Hallo. Zeig mal, was du hast. Nix, um genau zu sein. Oh Mann, ey. Wie soll man denn da was loswerden hier? 12. Oh, die Pferdehaut nimmt er auch nicht. Muschel. Komische Figur. Okay, hier ist der Zapfen, das ist alles noch Quest. Das ist die Maske. Okay, gut. Sind wir noch bei 112. Wiedersehen. Ich kann das ganze Essen wahrscheinlich auch mal verkaufen. Sie kommt aus Nilfgaard, weißt du? Na, bist du der Sverre? Und du lässt sie mit ihm das Bett teilen? Sverre! Er würde sie nicht anrühren. Er sieht sie sich nur... Ach, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem?
Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau? Ja, da würde ich mir mal nicht sicher sein. Es hat uns zerrissen und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Klar habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in zwei Hälften. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack, schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Interessant. Danke. Noch interessanter finde ich die Frau, die da hinten steht, in der Wache drin. Noch mehr Ärger? Ja, auch nicht schlecht. Schöne Clipping-Fehler. Aber gut. Das sind so Kleinigkeiten. Klitze Kleinigkeiten. Ja, er läuft auch schön. Was? Okay, so, ja, wir sollen den Überfallort finden. Und natürlich untersuchen. Detektiv Geralt ist wieder on Tour. So. Irgendwo hier. Da. Guck mal, hier ist der Wagen. Dem hat was richtig zugesetzt. Aha, ja. Dem hat was richtig zugesetzt, also ist er. Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Okay. Nicht viel übrig. Also. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Ah, oh, was haben wir denn hier hinten noch? Sieht aus wie Blut, aber... roter Lehm. Neckerkämpfer markieren mit diesem Lehm ihre Position im Rudel. Die Kreatur, die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Okay. Hey. Was war das denn jetzt für ein Viech? Habugam. Nekrophagen? Nein. Verfluchte Wesen? Nee. Vampire? Nee. Relikte? Auch nicht. Okay. Na dann packen wir mal vorsichtshalber mal das Waffenöl drauf. Das da. No. Oh, was haben wir hier? Die Spuren führen in den Wald. Na perfekt. Wir haben eine Spur. Also hinterher. Hier in die Höhle, hä? Ein guter Ort für ihr Nest. Na denn, gehen wir mal rein. Was ist denn wieder dieses Giftzeug? Upsala, sorry. Oh. Ein Neko. Oh, hier ist schon wieder so dunkel. Machen wir uns mal ein bisschen Licht hier. Das Hauptnest. Na, Jungs? Alles Roger? Aber das war dann noch nicht das Endviech. Ich habe wohl Gesellschaft. Ja, ich denke schon. Was jetzt? Jetzt buddelt er sich wo weg? Oh Mann. Ah. Verdammt. Das Problem ist, meine...
Meine Ausdauer regeneriert sich so schlecht. Ach ey, das ist doch scheiße hier. Dann kommen hier diese blöden Viecher einzeln raus. Das ist doch zum Kotzen. Ja, ist doch gut jetzt. Ein Hakuban. Hakuban. Oh, komm jetzt. Na. So, erledigt. Ein Neckerkopf. Und Schlitz. Das kürzen wir hier mal ab. Um Gottes Willen, ey, wie viele waren das denn gerade? Mega viele. Naja gut, das bringt wenigstens ein bisschen Materialien. Ein paar Mutagene. So, jetzt geht's wieder raus aus der Höhle. Und dann holen wir uns die Belohnung ab. Schon wieder blöde Zeug hier. Ja, noch einer. Mann, ey. Wie viel kommt denn da immer wieder? Das ist ja grausig. Die Necker sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Ja, scheint so, ne? Aber NP, wir haben ja Feuer. Damit kriegen wir das auch raus. So, haben wir das. Erledigt. Oh, da haben wir einen altschicken Kräuterkundler. Okay, geben wir wieder ab. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch die Quest mit dem Werwolf auch hier auf der Insel. Die werden wir dann dementsprechend auch gleich mal noch machen. Um herauszufinden, wie wir dem Wolf auf Dauer umlegen können. Guten Tag. Also, hilfst du mir? Auftrag erledigt. Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Dankeschön. Danke, bis dann. Bis dann. Katzenaugen. Muss ein Serikanier sein. Ein was? Ein Seri was? So, wir haben wieder einen Erfahrungspunkt dazu gekriegt. Packen wir den mal hier rein. Ah, alles klar. Ab der nächsten Runde können wir dann auch wieder ein nächstes Talent aussuchen. Klinge nicht ab, wenn die Vergiftung, bis die Vergiftungsstufe unter der 70-90% des Maximums fällt. Klingenöle haben 33% mehr Ladungen. Das ist natürlich gut. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das werden wir als nächstes skillen. Oh, 390 Kronen. Das war ja effektiv. So, jetzt gucken wir aber mal. Wir haben die Quest Preis der Ehre. Herr von Undwig. Familienklinge. Eiserne Jungfrau. Ach, das war das mit dem Mädel. Wolfspelz. Genau. So. Sprechen wir mal mit Torda. Torda. Wer auch immer Torda ist, wir werden ihn gleich finden. Stimmt hier am Hafen. Zumindest dächte ich, war das so. Ja, sieht so aus. Im Wolfspelz. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Da. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgwag. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Du warst dort, als Morgwag den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt.
Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgwag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Okay. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Yennefer auch nicht. Ja gut, das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Und wie soll ich den denn loswerden? Plätze, komm mal her, wir müssen mal in den Garten reiten. Mensch. Wie soll ich den jetzt loswerden? Wenn der immer wieder kommt, wenn ich ihn umbringe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gute Frage, nächste Frage. Irgendwie müssen wir den doch erlegen können. Abgeschlossen. Hä? Na super, wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, da hinten ist was. Okay. Interessant. Also müssen wir einmal hinten rum. Gott, Pferd. Du hast dich aber wieder. Kannst du da nicht einfach so runterhüpfen? So, an der Mauer entlang. Ach komm, steig ab. Der Gaul ist einfach zu unwendig und zu stressig gerade. So, das hier ist die Schleuse. Die ist aber geschlossen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo hochkomme. Ja, hier vielleicht. Nö. Das ist nicht gut. Bleib noch eine Woche bei uns, Kurisu. Ich weiß, es geht dir besser, aber... Hä? Wolken verfinstern den Himmel. Aber ich will eure Höhle. Ja, halt doch die Klappe jetzt. Die halten mich doch alle für tot. Du sei gegrüßt. Womit... Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. In der Mitteilung stand nichts von einem Fluch. Alle, die hier leben, wissen davon. Mag sein, aber ich lebe nicht hier. Ein paar Informationen wären nützlich. Mhm. Erzpriesterin Ulva hat den Fluch gewirkt. Er bindet Morgwag für immer an den Garten. Dahin kehrt er auch zurück, wenn er getötet wurde. Morgwag, nie gehört. Was genau ist er? Nicht was, sondern wer? Der schlimmste Mann, den es auf Skellige je gegeben hat. Nichts war ihm heilig. Er plünderte die Ländereien seines eigenen Clans. Nahm Gold von Nilfgaard, ermordete Schwangere und ich kenne solche Typen. Es hieß, er fürchte nur eins, und dies heimlich. Den Zorn der Götter. Morgwag beschloss alle eines... Das hatten wir schon die mal. Die Erzpriesterin Ulve verstellte ihm den Weg. Es kann sein, dass ich diesen Morgwag schon getroffen habe. Ist das ein Werwolf? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn... Schade. Ich hatte gehofft, dass du mir mehr über ihn sagen könntest, was mir bei meiner Arbeit hilft. Du könntest mit Torda, Sohn des Einar, sprechen. Er hat Morgwag und seine Männer in den Garten einfallen sehen. Leider war er der... Er wohnt in Larvik. Ja, das haben wir schon. Leben. Möge die Göttin dich ver... Das haben wir schon gehabt. Oh, sei bitte vorsichtig. So, was denn? Warum hat die Göttin... Ich bin von... Du verehrst... Nein, aber ich... Das ehrt dich, ist aber... Was braucht... Darf ich einen Blick auf... Natürlich darfst du das. So, Artrunen, Artglyphen. Oh, die kauft auch Glyphen. Ja gut, so viele habe ich da jetzt nicht.
Genius-Trophäe. Okay. So, aber die kauft Alchemie-Zeug, was schon mal gut ist. Dann kann ich aber ein bisschen was loswerden. Vielleicht. Zu viel davon. Pilze. Das lohnt sich halt auch überhaupt nicht, ne? Die Mutagene sind nichts wert. Alchemistische Paste. Nimmt die hiervon was? Nimmt auch nichts davon. Ja, dann. Ist es auch egal. Was haben wir denn hier Hübsches? Abgeschlossen. Na gut. Das ist ja wahrscheinlich für ihre komische Göttin. Wolken verfinstern den Himmel. Die See ist in Aufruhr. Verteidige uns, große Mutter. So, werde den Werwolf im Garten los. Hm. Immer noch die gute Frage, wie werde ich ihn los? Weil, wenn ich ihn umhau, kommt er wieder. Also muss ich den Fluch irgendwie brechen. Dazu muss ich wissen, was das für ein Fluch ist. Und. Also seht ihr, wo wir hinkommen, keine Chance. So, jetzt sind wir hier. Laufen wir mal hier oben lang. Vielleicht kommen wir da ja zu dem Punkt, wo wir hin sollen, um den Werwolf zu erlegen. Mal schauen. So, hier ist der Baum. Das kennen wir ja schon alles. Hier ist das Haus. Hier gibt es auch nichts zu holen. Hier hinten ging es in den Garten. Das ist halt die Frage, ob wir hier irgendwie hinkommen. Da hinten ist die Höhle, oder? Ja, hier hinten ist eine Höhle, aber das hilft jetzt halt auch nicht weiter. Schlüssel! Ramhund, wo ist der Schlüssel? Hä? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramhund? Gib du, Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Okay. Du kannst deinen Gestank nicht verändern. Ja, das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Oh, stirb. Nicht schon wieder. Du kannst... Ah, okay. Nichts? Sagtest du etwas von einer Belohnung? Leb wohl. Bis. So, da ist er weg. Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. Polymorphie. Ach, guck mal, den können wir noch plündern. Können wir hier Werwolfsmutagene sammeln. Alles klar. So, wir sollen also jetzt den Schlüssel finden, der hier irgendwo im Garten wohl ist. Beziehungsweise in dem Haus. Finde den Schlüssel, den Mokwa erwähnt hat. Okay, die Schleuse ist noch auf. Das ist sehr gut. Dann schauen wir mal. Das wird ja ein Spaß hier irgendwie auf so einem Grundstück und noch rumzuschleichen und jetzt noch einen Schlüssel zu suchen. Gut, vielleicht hier hinten. Hier, ach, das ist dann... Ich brauche den Schlüssel. Ja. Morgbark ist durch diese Tür gebrochen.
Er muss was dahinter gewittert haben. Oh. Unberührt, nichts gefressen. Morgvaag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel. Gute Frage, nächste Frage. Nächste Frage. Wo ist hier der Schlüssel? Na, herrlich. Finde den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Ah, was haben wir hier? Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Hä? Haben wir doch schon. Also ich wollte gerade sagen, irgendwas ist doch, haut doch hier gerade gar nicht hin. Im Wolfspelz. Wo ist er denn? Im Wolfspelz. Da haben wir es. So. Es hat uns zwar jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel geholfen, weil wir hier ja eigentlich schon mal waren. Och Gott. Hier waren wir doch schon mal. Hä? Okay. Okay, wir brauchen erstmal einen Trank. Katze. Ja, genau, das ist die verbesserte Variante. Ach, geht's hoch. Ich wollte gerade sagen. So, hier hatten wir die Leiche gefunden. Ist hier vielleicht auch irgendwas Schlüsselähnliches? Eine von Freyas Priesterinnen. Ah. Keine Spuren von Gewalt. Muss verhungert sein. Hat sich wohl versteckt, als Morgvaag in den Garten kam. Ein Schlüssel könnte noch nützlich werden. Ah. Gucken wir mal. Ah, das war er auch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Scheißdreck. So, immer noch im Wolfspelz. Aber komme ich da jetzt auch da rein? Ich vermute nämlich nicht. Wahrscheinlich ist das nur eine Möglichkeit, hier vorne rauszukommen. Würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Und? Oder auch nicht. Und oder auch nicht. Okay. So, finde mit Hilfe deiner Hexersinne den Schlüssel. Feine Sache. Komm. Ich würde das jetzt schon gern noch zu Ende machen wollen hier mit dem Hund. Also Wolf, nicht Hund, Wolf. Okay, aber irgendwie gibt's hier auch nichts. Wie weit ist denn der Radius? Das komplette Gebiet hier. Oh, na klasse, ey. Wisst ihr? Der hier vielleicht? Ich brauch den Schlüssel. Ich brauch den Schlüssel. Ich brauch den Schlüssel. Das ist aber auch nicht gewesen. Okay. Dann werden wir das in der nächsten Folge weitermachen, um herauszufinden, Ali Hopp, welchen Schlüssel der gute Morgvaag denn gemeint hat. Ist er hier vielleicht ins Wasser gefallen?
Nee, dann würde das ja funkeln hier irgendwie. Hier in der Höhle gibt's aber auch nichts, oder? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, aber... Da vorne gibt's schon wieder... Gibt's irgendwas? Okay, egal. Wir werden das in der nächsten Folge rausfinden. Und dann schauen wir mal, ob wir den Schlüssel finden und auch den Wolf von seinem Leiden dann endlich befreien können. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss!